willkommen zu einer kleinen neuen Aufnahme auf diesem Kanal. Ja, jetzt war schon wieder ein Tag dazwischen, weil ich wenig Zeit hatte und ich nicht vorproduziert hatte, dementsprechend konnte ich schlecht. Das beim Raushauen, das wird vielleicht nochmal bis zum Wochenende häufiger mal davor kommen. Am Wochenende werde ich doch ein bisschen vorproduzieren, weil sonst schaffe ich das halt einfach nicht mehr. Course, School. Naja, egal. Ja, wie ihr seht, heute haben wir hier ganz viele andere Kram, also wir haben schon recht viel gemacht. Und ich hatte mir jetzt so gedacht, ja, wir machen heute mal so ein kleines, ja, was soll ich sagen, so einen kleinen Schwachsinn-Kram, nämlich Partikeleffekte, die einfach beim Laufen entstehen. Ja, das müsst ihr jetzt nicht machen, ich weiß nicht, ich finde Partikeleffekte immer ganz schöne Sachen. Und ich habe mal ganz schön auf dem Server einbauen, ich hatte auch schon mal eine Partikeleffekt-Tutorial-Reihe gemacht. Ich möchte das heute aber nochmal einbauen für die Anfänger. Die Partikeleffekt-Reihe war ja vor allen Dingen, ja, sag ich mal so, auf die etwas fortgeschrittenen, vorgeschnitten. Und da möchte ich heute ein bisschen anders drauf eingehen. Ich möchte heute nämlich vor allen Dingen darauf eingehen, wie funktioniert das Ganze, über welche Listen arbeiten wir, und bei den fortgeschrittenen war es ja dann doch anders. Naja, damit fangen wir einfach an. Wir machen uns wieder einen neuen Listener, den nennen wir einfach Move-Listener. Und ich merke gerade, wie dumm das doch war, mein Mikrofon so hinzupacken. Move-Listener, so. Ich tue mal eben kurz klein weg. Ich versuche mal eben kurz ein Kabel hier von meinem Mikrofon ein bisschen umzustellen. So. Dann kann ich mich auch eben an die Tastatur wechseln. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt in diesem Fall gerade über das Standmikrofon aufnehme. Ich habe zwar auch ein Headset-Mikrofon, das Headset-Mikrofon finde ich, hat aber nicht so eine klasse Quali. Beim Teamspeak ist es zwar sehr angenehm, weil man da nicht so ein riesengroßes Bandmikrofon direkt vor der Fresse hängen hat, aber. Ja, für die Aufnahme ist es doch schöner mit so einem Standmikrofon. Naja, wollen wir mal loslegen. Also, als erstes wieder den Event-Händler, wie wir ihn schon aus unserem Event, ja, Event-Tutorial kennen. Ja, wie die Public Void und in diesem Fall Move-Listener, Move-Event schon. Dann Player-Move-Event, ich bin auch echt eine Pfeife. Player-Move-Event, ey. So, ich mache das jetzt so, dass immer standardmäßig der Effekt drin ist. Ja, wenn, jetzt noch das abändern wollt, dann könnt ihr mit ArrayList ein bisschen rumhantieren. Ich glaube, ich wollte dazu auch nochmal so eine Tutorial-Reihe machen, was sind Arrays, was sind Strings etc. Einmal genaue Definitionen kurz und knapp zusammengefasst. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, was ich da machen möchte genau oder was da kommen soll. Also für die Leute, die Interesse haben, einfach mal unten in der Beschreibung findet ihr jetzt einen Link. Da könnt ihr einfach mal an einer Umfrage teilnehmen und die, denke ich mal, lasse ich jetzt bis zum Edit hier unten. Ich würde sagen, bis zum 18. laufen, das sind 4 Tage. Und da könnt ihr abstimmen, was ihr als nächste, also als Parallelreihe haben wollt, dass so ein bisschen mehr Content kommt und nicht nur diese einfache Tutorial-Reihe. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Also Player Move Event, in diesem Fall Player P gleich e.getPlayer. So, und ich möchte gerne, dass die Effekte immer nur in einer bestimmten Entfernung spawnen. Na, deswegen gehen wir jetzt auch ein bisschen auf Locations ein. Ich glaube, das habe ich bis jetzt noch weniger getan. Dafür machen wir als erstes uns hier eine kleine Hashmap. Zum Thema Hashmaps. Hashmaps sind wie Arraylisten oder Listen, aber sie können zwei Werte einspeichern, ein Key und ein Value. In diesem Fall ist es der Player als Key. Das Value ist eine Location. Die nennen wir dann einfach Logs und dann ist es gleich ein New Hashmap beim Player eine Location. Ja, daran speichern wir gleich unseren Player und seine alte Location und dann können wir gleich ein bisschen was ermessen. So, das muss jetzt hier nicht rumbasteln. Ja, warte. Nein. Hashmap erstmal. So. Und Location da. So, jetzt haben wir es. Okay. So, als erstes fragen wir ab if logs.contains key, also in diesem Fall ein Key, das ist der Player, das Value ist die Location. Also wenn das den Spieler P bereits enthält, dann fragen wir ab if p.getLocation.distance. Damit können wir eine Distance zu einer anderen Location machen. Und dann machen wir einfach logs.getP. Das heißt also die Distanz zu den eingespeicherten Location. So, und wenn die größer gleich 1,0 ist, also ein Block entfernt, dann machen wir p.getRows.playEffect, dann p.getLocation, dann
Effects und da suchen wir uns jetzt den Effekt raus. Ich finde die Herzen ganz schön, wenn man läuft. Deswegen wäre ich hier auch lustig. Ihr könnt auch hier einfach, ich werde mal gucken, was es hier alles gibt. Ihr könnt auch da rumexperimentieren. Manche sind halt noch nicht so effektvoll, wie man vielleicht denkt. Aber man findet immer ganz schön, ne? So, ich wollte das Hardness aussuchen. Hard. So, da ist es. So, einmal das Herz und dann könnte ich hier eigentlich eine Zahl reinpacken. Ich habe immer noch nicht ganz genau selbst nicht verstanden, wofür die da ist. Also an sich ist sie relativ unwichtig. Ich glaube, es geht einfach darum, wie stark der Effekt ist, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Also da muss ich tatsächlich mal passen. Ihr seht hier Int Arc 2. Wir können hier einfach nur mal, ich mach's einfach mal, auch was mich jetzt auch gerade interessiert, wir können auch mal nachgucken, einfach Player Play Effect. Sollte in der Bucket API auch drinstehen. Genau, hier sieht das auch. So, jetzt suchen wir hier die Methode, World Play Effect, so muss das sein. World Play Effect. So. Gucken wir nochmal nach, genau, hier unten muss das in beschrieben stehen und weiter so. Hey, Effekt. So, so könnt ihr auch selbst nachgucken, also für die Leute, die dann jetzt manchmal Fragen haben, wie genau funktioniert das, so guckt ihr auch nach. Dann seht ihr auch ganz genau, wofür der Wert dann auch zuständig ist. Ich finde es eigentlich so ganz interessant, das mal in das Verfahren einzubauen. So, hier seht ihr Int Data. Place an Effect to all players within the default radius around a given location. Location, Data. Byte needed for some effects. Okay, also wie ihr seht, das ist nur für bestimmte Effekte notwendig. Ja. Da müsste man sich wahrscheinlich nochmal genauer informieren. Also für die Leute, die dann sich genau informieren wollen, einfach mal ein bisschen googeln. Ihr seht es ja schon, da ist es schon ein bisschen beschrieben. Das brauchen wir aber in diesem Fall nicht bei dem Hard, weiß ich nicht, jetzt mal sehr genau, wie funktioniert. So, und da es ja größer ist, müssen wir jetzt die andere Location reinpacken, sonst würde der jedes Mal wieder was spawnen, nachdem der ein Block weg ist. Deswegen packen wir hier rein. P und P.getLocation. So, damit packen wir in die Locations den Spieler und die aktuelle Location rein. Damit ist das wieder sozusagen neu gesetzt und jetzt müssen wir wieder ein Block sozusagen entfernt sein. So, jetzt fahren wir ab else, weil das ist jetzt, also hier ist ja unsere Klammer, so die außere Klammer mit logs.containsKey, wenn er nicht enthalten ist, dann können wir uns einfach den Trappel kopieren und das hier einfach reinpacken. Und das war an sich auch schon das Ganze. Jetzt müssen wir das nur noch einfach das Event einmal reinpacken und dann war es das. So, das machen wir mal eben kurz. Hier unten schmeißen wir es rein unter Jump Pads und da machen wir einmal den Move Listen rein. So, ja, also für die Leute, die es jetzt noch nicht ganz genau verstanden haben, es geht einfach darum, also als erstes fahren wir ab, wenn er in die Locations drin ist. Wenn das nicht ist, dann können wir ihn hier auch nicht mehr bekommen, deswegen müssen wir ihn dann erstmal reinpacken. Das spielt auch erstmal den Effekt. Und wenn er schon drin ist und ein Block weit gelaufen ist, das ist diese Abfrage, dann spielen wir den Effekt und packen seine neue Location rein. Das heißt, wenn er auch die ganze Zeit auf der Stelle steht, werden keine Herzen gespawnt. Ihr könnt das auch anders machen, ihr könnt das auch über einen Timer machen. Aber an sich finde ich das sogar ganz schön, wenn das so ist. Vor allem spart euch ein bisschen die Serverlast. Ein bisschen. Aber auch nicht extrem viel. So, dann wollen wir mal. Wir exportieren das Ganze wieder als Tutorial.jar in unseren Testserver, der auf unserer Festplatte liegt. So, hier haben wir unseren Testserver. Ich ziehe mal hier rüber wieder. Wir füllen den aus. Es dauert ein kleines bisschen. Gucken wir mal, ob ein Fehler auftritt. Ich gehe aber nicht davon aus. Kein Fehler aufgetreten. Perfekt. So, und jetzt, ich glaube, das hier ist mein Nucleus. Genau, da klicken wir auf Join Server und wir sind mit drauf. Und jetzt sieht es schon, alles regnet. Weather clear. So. Und jetzt sieht ihr es hier auch ganz schön. Hier jedes Mal in einem Block entfernen. So. Ich kann es mal ganz schön zeigen am Boden. Wie es so laufen. Immer ein Block entfernen. Ich sehe das auch ziemlich genau, glaube ich. Da ein. Es ist immer ein Block entfernen. Das könnt ihr jetzt auch verändern, wenn ihr jetzt dann halt zum Beispiel hier könnt ihr jetzt auch. Ich mache das jetzt einfach so mal hier drin. Wir machen das mal 0,1. Das heißt, auf einem Block werden 10 Stück gespawnt. So, das Ganze machen wir einen Reload. So, jetzt seht ihr es hier auch. Wumm, und schon ist die Kette deutlich stärker. Zieht natürlich auch die entsprechende Leistung. Sieht aber natürlich auch irgendwie schön aus, ne? Ja, das Ganze könnt ihr halt jetzt eigentlich so richtig viel Scheiß machen, sieht auch cool. Ja, sowas passiert mit der Aufnahme natürlich bei mir. Also,
Ihr seht, ihr könnt damit richtig viel Scheiße bauen. Ihr könnt jetzt auch andere Effekte theoretisch nutzen. Ja. Aber da, ja. Mache ich nochmal weitere Tutorials von, wenn ihr das wollt. Genau. Ich wollte nochmal auf die Umfrage noch betonen. Also, wie gesagt, wenn ihr noch Lust habt, beantwortet doch einfach die Umfrage. Dann können wir auch in nächster Zeit vielleicht ein bisschen angepasstere Tutorials an das machen, was ihr gerne haben wollt. Wenn ihr einfach mal ein bestimmtes Thema habt, was ich ansprechen soll, dann einfach mich vielleicht in den Kommentaren was reinschreiben. Dann weiß ich auch Bescheid, was ich machen soll. Denn aktuell überlege ich ja halt immer jedes Mal den Kram. Und an sich finde ich es auch schön, wenn mal die User oder die Zuschauer sagen, so, ja, das und das möchten wir gerne haben. Und ja, dann wäre es das für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.